Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Black Ops 2 Gameplay und Commentary. Ja, heute mal auf der Map Cargo. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Ist nicht schlecht so. Und es handelt sich auch nicht um Sprengkommando, sondern diesmal, ja, wie man sieht hier, Abschuss bestätigt. Eigentlich stehe ich nicht so auf so eine, ja, wie soll ich es ausdrücken? Only. Ach nee, okay, komm, das wird nicht. Also ich stehe nicht auf so eine Modi, wo man halt sowas wie Team Deathmatch und Abschuss bestätigt, wo man halt nur die Gegner abballern muss. Hier muss man ja wenigstens noch die Marken einsammeln. Aber eigentlich stehe ich halt eher auf so Spiele wie Herrschaft und. Was war jetzt los? So wie Herrschaft und ja, so eine Spiele halt. Oder was hat mir noch gut gefallen? Bei MW3 fand ich das eine Spiel ganz cool. Wie hieß denn das? Ich glaube Teamverteidiger? Ich glaube schon, ja. Wo man halt so eine Flagge verteidigen musste. Aber ich drifte mal wieder ab. Okay. Also heute mal wieder mit meiner heißgeliebten Vector. In einer erotischen roten Färbung. Ja, die Perks und alles, es ist jetzt eigentlich immer dasselbe. Ich habe jetzt die Killstreaks ein bisschen geändert, ein bisschen hochgepusht, weil ich will auch mal was erreichen, also nicht hier nur so einen Wächter hinstellen oder so. Und ja, wie man sieht, ich habe es hier auch schon gleich fast geschafft. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Tod. Ja, 4 zu 0. Was, 4 zu 0 bloß? Egal. So, ich hab's da fast geschafft. Ich sehe ihn, ja. Ich laufe ihm hinterher und dann. Oh Gott, da könnte ich mir. Ich könnte mir jedes Mal dafür einen Tritt ins Gesicht geben. Mit meinem eigenen Fuß. Oh. Naja, egal. Okay, also, ja. So, das war's jetzt erstmal zum Gameplay. Da werde ich jetzt erstmal nichts weiter zu sagen. Außer, dass ich schlecht bin. Nee, mein heutiges Thema. Ja, wie soll ich's human ausdrücken? Eigentlich geht's um Essen. Ja, und was soll man jetzt noch anderes sagen, wenn ich in Zeiten wie diesen sage, es geht um Essen? Ja, natürlich geht's um den Pferdefleischskandal, der mich zu Herzen zutiefst verletzt hat. Ja, denn ich liebe Lasagne und ich liebte auch die Fertig-Lasagne von Aldi und von Lidl. Obwohl Lidl hat irgendwann irgendwas am Rezept geändert, dann wurde die scheiße, aber die von Aldi, die ist noch sehr lecker. Ist jetzt natürlich nicht perfekt, aber es ist schon für eine Fertig-Lasagne war das schon schön. Aber ich muss sagen, ich hoffe, ich habe kein Rindfleisch gegessen. Nee, Rind. Ich hoffe, ich habe kein Pferdefleisch gegessen, weil das letzte Mal habe ich die Lasagne. Das ist ewig her. Das war, glaube ich, vor 3 Monaten. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bezweifle, dass da schon Pferdefleisch drin war. Also ich hoffe mal, dass da keins drin war. Und wenn, dann ja, dann habe ich jetzt halt Pech gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht weiter dramatisch. Aber schön ist ja nicht, ne? Ja. Wie soll man. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ganz schön eklig. Zumal ich heute auch noch gelesen habe, dass die Scheiße irgendwie aus Deutschland kommt. Also das Pferdefleisch, nicht die Scheiße. Aha. Weißt du, in Deutschland, ja, wo Pferde sehr hoch angesehen sind, kann man das so sagen. Ich weiß nicht, also im Sport sind ja Pferde auch. Bei Kindern, die Kinder heutzutage, die lieben Pferde in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern und Kulturen ist. Da essen sie die Dinger wahrscheinlich genauso wie die Chinesen Hunde fressen. Ist nicht böse gemeint, ist bei denen halt so. So essen dann halt andere wahrscheinlich Pferdefleisch. Ja, aber in Deutschland und dann lese ich da, dass es von irgendeiner Farm oder irgendjemand. Das Fleisch aus Deutschland kommt. Warum? Wer schlachtet überhaupt Pferde in Deutschland und verkauft das Fleisch?
Ah ja, es ist schon ein heikles Thema. Ich hoffe, dass sie. Ich weiß nicht mal, ob man jetzt noch den. Ja, den Lasagnenproduzenten vertrauen kann, wenn jetzt irgendwann in. Ich kann es nicht abschätzen, wann Lasagne wieder verkauft wird. Ob es überhaupt noch verkauft wird. Ich denke mal schon, aber. Ich weiß nicht. Ich denke mal, die Verkaufszahlen, die werden jetzt da ganz schön. Nach dem Skandal, wenn das dann alles gegessen ist. Ach Mann, ey. Oh Mann, das war jetzt schon wieder ein echter Flacher. Ja, wenn das Thema dann durch ist. Okay, jetzt wird's echt ein bisschen eklig. Wenn das Thema dann. Okay, ich will mich jetzt nicht in noch ein Wortspiel verrennen. Wenn das Thema dann abgehakt ist, so, das ist jetzt aber gut. Dann. Ja, ich denke mal, viele Menschen werden jetzt erstmal dann trotzdem keine Lasagne kaufen, weil viele sind jetzt geschockt. Und wenn die jetzt sagen, ja, okay, wir machen jetzt kein Pferdefleisch mehr rein, jetzt könnt ihr wieder normal essen. Ja, naja. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Fertig-Lasagne essen werde. Ich find's schade, weil sie hat echt lecker geschmeckt. Das wäre echt ein bisschen traurig schon. Aber egal. Ja. Ah, Pferdefleisch. Ach, nee. Wisst ihr, in Deutschland, ja, da wird auf Pferden geritten. Und ich rede nicht von Frauen, ich rede von Pferden. Und, oh Mann, ey, ich bin halt irgendwie. Ach Gott, nee. Ja, nee, es gibt hier. Das Hobby Pferdereiten, heißt es so oder heißt es nur Reiten, keine Ahnung. Weil so viele kleine Mädchen fangen im jungen Alter an, auf Pferden zu reiten. Und das macht denen so Spaß. Und da gibt's vielleicht sogar welche, die haben dann schon Pferdefleisch gegessen. Ach, naja, gut, okay, vielleicht kommt das jetzt alles auch ein bisschen. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie. Ne, gibt's Haustiere, die man schon mal gegessen hat? Ja, okay, das wird jetzt alles ein bisschen. Also ich habe noch kein Haustier gegessen. Ich habe gerade überlegt, zum Beispiel Hasen. Man kann ja auch Hasen essen. Ah, naja, okay, das ist jetzt alles ein bisschen was anderes. Naja. Also, ich hoffe, euch ist auch aufgefallen, dass ich hier rumschreien kann wie so ein bekloppter Gorilla. Nee, ja. Ich habe die ersten Commentaries oder FIFA-Gameplays oder auch jetzt schon dieses Slender-Scheißspiel da, dieses Kackding, habe ich ja live gemacht und ja, ich habe bisher eigentlich alles live gemacht, außer das eine Commentary von Black Ops da, wo ich über den Weltuntergang rede, wegen den Meteoriten und so. Bis auf das habe ich eigentlich alles live gemacht, ja. Und naja, ich könnte jetzt auch beim Live. Ich würde es jetzt auch beim Live aufnehmen enthusiastischer machen, so wie jetzt ungefähr. Allerdings ist das Problem bei mir, ich gehe ja noch zur Schule, ne? Und ich bin zwar schon volljährig, aber ich gehe noch zur Schule. Mache ja gerade mein Abi. Ich habe noch 5 Wochen oder 4,5 Wochen Schule. Dann habe ich ja Prüfungsvorbereitungen und habe halt keine Schule. Das heißt, ich kann schön ja zocken, aber natürlich, ich muss natürlich lernen und ich werde auch nebenbei noch arbeiten gehen und alles. Und ja, aber das Problem ist halt, ich wohne noch bei meinen Eltern und wir wohnen nicht in einem fetten Haus mit, weiß ich, schalldichten Wänden oder so. Hier ist alles ziemlich hellhörig. Also ich wohne in einer normalen Wohnung im Block. Und also wenn meine Eltern nicht da sind, dann schreie ich hier rum wie ein Bekloppter. Ist mir scheißegal. Meine Nachbarn, die sind da, also die haben sich noch nie beschwert, weil ich rumgeschrien habe. Es war eigentlich noch nie. Deswegen, und wenn halt meine Eltern weg sind, dann kann ich richtig schön mit mehr Spaß an die Sache rangehen. Muss nicht aufpassen, dass jeden Moment meine Eltern ins Zimmer kommen und mir ins Gesicht kacken, weil ich zu laut bin. Oh verdammt, mein Commentary, das Gameplay ist jetzt vorbei. Gleich. Okay, dann muss ich jetzt schnell machen. Das heißt, ich werde jetzt noch Commentaries machen, wenn ich alleine bin zu Hause. Ich werde es versuchen, bei den FIFA-Spielen, soweit es geht, auch zu machen. Es gestaltet sich dann aber eigentlich schwierig. Okay, das Spiel geht 26 zu 14 aus. Ich will noch kurz ausreden.
Es wird auf jeden Fall besser jetzt, ab sofort. Und ja, Mann, es hat wieder nicht gerecht, die Zeit. Aber egal. Wir hören uns in einem anderen Video.